Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 Tage über 2, ja 358, kein Tag mehr und auch kein Tag weniger. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Axel die mega ultra super lange Hardcore Mission in Agrobar abgeschlossen. Dort mussten wir Sachen verschieben, krasse Jump'n'Run Einlagen hinlegen und stealthen, ja, also das, da dachte sich Hideo Kojima, wollte ich gerade sagen. Ja, weil ich davor Stealth gesagt habe, das geht so mit einher. Tetsuya Nomura dachte sich so, ja, ne, ich habe heute so meinen guten Tag, meinen kreativen Tag. So oder so ähnlich trug es sich zu und danach hat Roxas... ja, Roxas macht sich immer noch Sorgen um Shion und Axel meint so, ja, ich kann ja mal mit Sykes reden. Jetzt muss ich gerade so überlegen, habe ich denn... Ja genau, ich habe die doch schon angelabert, ne? Der hier kommt mir so unbekannt vor. Aber ja, stimmt, ja, das habe ich schon mal gelesen. Gottverdammt, ja, ja. Kleine Pause und so, lul. Genau, ich habe mich schon fertig umgerüstet. Genau, da waren wir. Wir werden jetzt nämlich zu einer neuen Welt gehen, die... Ich sag's gleich mal im Voraus. Die, für... Falls ihr mir jetzt zuschaut und die Serie noch nicht kennt, wenn ihr die jetzt quasi mit mir erlebt, dann, hey, werdet ihr euch so denken, boah, Mensch, das ist ja echt geil, ne? Ja, aber Leute wie wir, die quasi, ja, Kingdom Hearts 2 vorher gespielt hatten, kannten das leider auch schon. Das ist jetzt quasi eine Kingdom Hearts 2 Welt. Also in gewisser Weise neu für die Story, aber eigentlich schon recycelt, weil der zweite vor dem Teil hier kam. Ein Sergeant ist in der Welt aufgetaucht, finde ihn und eliminiere ihn. Ja, Moment. Hat er nicht was von Erkunden gesagt? Naja, geht wahrscheinlich mit einher, hä? Auch tatsächlich fast 1:1 dieselbe Musik. Der Soundchip von dem DS ist natürlich nicht so gut wie von der PS2. Aber man erkennt es schon wieder. Und ich mag die Welt. Ich weiß nicht, inwiefern ich das schon mal hier gesagt habe. In anderen Let's Plays auf jeden Fall. Ich bin ja so ein Fan, ne, von Schlössern, also von innen, Leveln, Burgen, Schlösser, Häuser und so. Und die Welt ist echt geil, muss ich schon sagen. Aber sie ist halt nicht neu. Das ist... Das Schloss, ja. Was war das für ein, ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, dieses Schreien, Graulen, Jaulen, wie sagt man dazu? Brüllen! Brüllen, das ist das Wort. Es kam von drinnen, vielleicht ist es ein, vielleicht ist es der Herzlose, hinter dem ich her bin? Ich schätze, ich werde es herausfinden, Zeit mal zu schauen, ja. Das Schloss des Biestes, mit dem Biest haben wir ja schon ein paar Bekanntschaften gemacht. Jetzt dürfen wir ins Schloss gehen. Das hier, alles was ihr seht, ist 1:1 genauso in Kingdom Hearts 2. Also da könnt ihr euch dann schon mal dementsprechend auf ein Upgrade freuen. So kann man das Ganze auch mal sehen, ne? Wir erleben Welten im Scheiße-Modus und dann sehen wir auch Welten, die dann später nochmal geiler aussehen. Weil wir sie ja dann in... hier zuerst gesehen haben und in Kingdom Hearts 2 dann als zweites sehen. Gott verdammt! Hör auf an mir rumzunuggeln. Du dämlicher Typ, du. Was bist du denn? Ist das eine Bombe? Ah nee, das ist ein Hündchen. Holy shit, der hat aber sehr, sehr viel Leben. Da baller ich dann doch lieber direkt was rauf. Block Level Plus. Frostchart. Okay, okay, okay. Das ist sehr gut. Wie war denn das eigentlich von wegen so meinen Rucksack erweitern? Das habe ich, glaube ich, am Anfang mal gesagt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Wäre schon mal praktisch, ne? Aber naja, kommt halt darauf an, was wir so finden, wenn wir natürlich die ganze Zeit... Ja, ich wollte es gerade sagen, Portionen finden, da kann ich die natürlich rausflanken, notfalls. So, jetzt muss ich wieder, muss ich mir überlegen. Ist der eigentlich... Nee, es ist keine Observationsmission. Steht der da unten? Okay, nochmal Glück gehabt. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Wobei, das macht doch wieder gar keinen Sinn. Ich glaube, bei Agrobar hat es direkt geklappt. Ne? Da musste man direkt erstmal observieren. Hier kommt das dann schätzungsweise später.
Ah, warte, ja. Fuck you, ganz ehrlich. Du hast mir viel zu viel Leben. Aber ja, das klappt gut mit der Magie, ne? Wenn die zu viel Lebens, einen zu langen Lebensbalken haben, einfach einmal Magie raufhauen. Und dann ist er so gut wie tot. Ach ja, ich freue mich schon mega mäßig auf Kingdom Hearts 2. Weil ich das tatsächlich seit, ich glaube, seit 2008 nicht mehr gespielt habe. Also ich habe es ja... Och, wann war das? Ich glaube so Herbst... So, nee... Also so Ende Sommer 2007 habe ich es, glaube ich, bekommen. Oder was, 2008? Ich glaube, es war 2007. Zu einer Zeit, in der es mir nicht gut ging. Also, das ist eines von den zwei, drei Sachen, die ich dann doch für mich behalten möchte. Aber sagen wir mal so, es war ein schreckliches Jahr. Es war wirklich ein schreckliches Jahr. Und, ja, ich hatte 20 Euro... Und war im Laden, also hatte quasi 20 Euro Taschengeld und Ziel war es, die 20 Euro wirklich irgendwie in ein Spiel investieren zu können. Und dann habe ich es halt durch Zufall beim Vorbeilaufen so gesehen. Ich dachte mir so, auf der Verpackung, glaube ich, stand was von Zora und dann habe ich so überlegt, Zora, ist das nicht irgendwie ein Mädchen? Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Also, ich glaube, ich hatte zuvor mal minimale Clips auf YouTube gesehen, aber wirklich nur so minimal Sekundenclips. Das war wahrscheinlich so ein Best-of oder so. Also, mit dem Namen Kingdom Hearts per se konnte ich nichts anfangen, aber ich hatte das irgendwie so dunkel im Hinterkopf und ich fand, das sah halt geil aus. Dachte so, wow, geil, Rollenspiel und so. Und ich muss sagen, ja, deswegen sitze ich jetzt hier, wegen einem Zufalls... Oh, scheiße. Ach ja, na klar. Schalterrätsel. Wegen einem Zufallskauf sitze ich jetzt hier. Ich schwöre, hätte ich es mir damals nicht zufällig gekauft, ich hätte bis heute nichts davon mitbekommen. Wahrscheinlich auch noch nicht mehr was von Kingdom Hearts 3, weil... Ich weiß nicht. Promo gab es nie wirklich für Kingdom Hearts, oder? Also Birth by Sleep habe ich mir durch Zufall auch gefunden. Das wurde jetzt auch nirgendwo angepriesen, in keiner Gaming-Sendung oder so. Teil 1, ja, war ja da schon Geschichte, das habe ich auch nie im Fernsehen gesehen. 358,5 Tage habe ich dann durch Zufall auch bei Amazon gefunden. Also wenn damals dieser Zufallskauf nicht gewesen wäre, dann hätte ich jetzt wirklich null mit Kingdom Hearts zu tun. Und ja, also das Spiel Kingdom Hearts 2 hat mich damals sehr, sehr glücklich gemacht und aufgefangen. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen in diesem Jahr. Und ja, dann im selben Jahr dann halt, also 2, 3, 4 Monate später, dann war halt Weihnachten. Also es muss wirklich so Ende Sommer irgendwie gewesen sein. Sommer 2017 Ende. Irgendwann im Herbst auch. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber, ja, da habe ich mir dann Kingdom Hearts 1 halt geholt. Das war dann quasi so mein Weihnachtsgeschenk und das war natürlich auch mega geil. Aber ja, nur mal so viel dazu. Also, ja, genau darauf wollte ich ja hinaus. Ich habe das dann halt, ja, das war ja in der Grundschule, ne, 6. Klasse. So könnte ich mir eigentlich auch einen Schuh draus machen. Ich musste einfach überlegen, wann ich in der 6. Klasse war. Man muss natürlich sagen, dass das bei mir nochmal ein bisschen anders ist. Ich wurde ja ein Jahr später eingeschult, nicht weil ich dumm bin, sondern weil meine Mutter das wollte und so. Also die ganzen Lehrer und Therapeuten und Psychologen haben ja damals an mir jahrelang herumgefuscht. Die wollten aus mir gefühlt den perfekten Supermenschen machen und deswegen, das war unter anderem auch so ein Tick, dass die so meinten, ja, der ist noch nicht bereit. Und dann hat sich bei mir alles schon mal ein Jahr verschoben. Was natürlich in der Grundschule einen extrem krassen Unterschied macht, ja. Also ich meine jetzt, ich bin jetzt 24, okay, wenn ich jetzt irgendwie mit einem 20, 21-Jährigen rede oder 25-Jährigen, 26-Jährigen, da ist halt kein großer Unterschied. Aber so als Kind, wenn da so ein 12-Jähriger und ein 11-Jähriger in einer Klasse sind, das ist schon ein extrem krasser Unterschied.
Oder war ich da sogar 13? Ich weiß nicht, ich habe ja im Oktober Geburtstag. Dadurch hatte ich ja auch immer... War ich ja dann immer schon am Anfang des Schuljahres ein Jahr älter. Und naja, also... Ne, da war das dann... Was passiert hier? Ja, genau. Das war dann... Das muss man sagen, das ist tatsächlich nicht neu. Das gibt's in Kingdom Hearts 2 nicht. Da war das dann beispielsweise so, dass ich dann... Ja, schon angefangen habe, den Mädchen hinterher zu gucken. Da haben die anderen noch gesagt, ih, Mädchen, was bist denn du? Bist ja voll eklig. Ja, also, so krass war das dann da. Dass da kommt man sich dann... Da kommt man sich dann richtig... Da kam man sich richtig komisch vor, ja? Ich dachte mir so, warum finde ich das jetzt eigentlich geil, die anzugucken und die anderen nicht? Bin ich unnormal? Ja, also solche Thematiken kommen dann da zustande. Aber naja, ja, wie gesagt, das war 6. Klasse. Ich habe Kingdom Hearts dann... Kingdom Hearts 2... tatsächlich innerhalb von eineinhalb Jahren 3-4 Mal durchgespielt, wirklich exzessiv, und dann halt nicht mehr. Also wirklich, ich würde so sagen, 2009, 2010 das letzte Mal. Hab dann natürlich immer mal wieder kurz mal so ein bisschen was auf YouTube gesehen oder so, wenn es jetzt mal auch Comedy-Videos gab, oder jemand von meinen ehemaligen YouTube-Kollegen das mal gestreamt hat, ne, da kann ich mich daran erinnern, dass ich 2014 mal minimal so einen Livestream gesehen habe, wo so Leute wie er halt, wie einer meiner ehemaligen Kollegen, dann die Final Mix-Version gespielt haben. Also die mussten sich das damals ja patchen. Also man hat dann die japanische PS2 Final Mix-Version genommen, weil, wie gesagt, die Final Mix-Versionen gab es ja nur in Japan. Und die hat man dann Fan übersetzt, handgemacht und hat die dann eben halt gepatcht. Und ja, das wurde dann gestreamt, da habe ich dann noch so ein bisschen gesehen. Aber spätestens da, so Frühling 2014, war dann wirklich so das letzte Mal, dass... Was ist denn eigentlich hier? Ist das nicht irgendwie so ein Rüstungsscheiß? Ich nehme mal nochmal eins davon mit. Ja, also Frühling 2014 war, glaube ich, so das allerletzte Mal, wo ich dann wirklich mit Kingdom Hearts 2 zu tun hatte. Von daher, da freue ich mich wirklich mega drauf. Auf dieses Spiel, diese ganze Nostalgie und so. Mann, 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 ey. Ja, das hier, wie gesagt, das ist echt neu. Was soll das hier? Verstehe ich gerade nicht. Ich habe das da aktiviert, okay. Ach so, hier. Okay, okay, ja, ja, klar, ja. Kaputt machen kann ich die nicht, okay. Gott, ihr habt so viel Leben! So viel Leben! Ich wollte gerade überlegen, ja, soll ich meine Angriffskraft stärken? Nee, nee, habe ich ja. Ich habe ja Angriffskraft kombiniert mit Luftkombos. Also darin liegt es jetzt hier nicht. Ja gut, ich will alle Kisten haben, also machen wir das mal. Moment, das war dumm. Ich muss ja aus meinem Rucksack die Gegenstände nehmen. Shit! Habe ich eine HI-Portion verschwendet. Ja, egal, dann kann ich, oder? Nee, geht auch nicht. Überall liegen sie rum, die Portionen. Moment, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Ah, hier, oder? Ja, oh mein Gott. Muss man auch erstmal drauf kommen. Hat eigentlich mein Handy geklingelt. Ich war gerade so in meinem... Nee, aber ich bin wieder gut im Zeitgefühl. Ich war so in meinem Gerede vertieft, tut mir leid. Genau, jetzt sind wir da, wo... Ja, wo Kingdom Hearts 2 stattfindet. Jetzt kommt auch wahrscheinlich der Gegner, oder? Es ist unheimlich ruhig. Ist niemand da? Zu Hause? Ist niemand zu Hause? Ein Niemand? Ja? Oh nein, das ist kein Niemand. Oh, da ist mein Ziel. Das sieht doch genauso aus wie alle anderen. Das ist halt größer, ne? Na gut, oh. Dann schauen wir gleich mal, wie viel Leben du hast. Ich habe Bock, Magie einzusetzen. Habe ich ja feuchtfröhlich aus Versehen gespart. Aber so viel hat er gar nicht. Fuck. Eis ist auf jeden Fall nicht so deins. Na gut. Oh, der kassiert aber ordentlich, ha? Budu, 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 bu. Budu, 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 bu. Du, du, du. Bam! Jawoll. Sehr schön. Mission erfolgt, erfolgreich beendet. Ja, Zeit zurückzukehren. Zurück zum Schloss. Huh? Ja, da hat man eben gerade wieder einen Beastbullen gehört. Was war das? Ein weiterer Herzloser? Oder etwas neben einem Herzlosen? Hm.
Nun, Sykes Befehle waren schnell zurückzukehren, sobald die Mission erledigt ist. Aber ich belasse es lieber dabei. Schade, ich dachte, er sagt jetzt vielleicht sowas wie, ja, Axel, der liebe Axel hat ja auch gemeint, man sollte vielleicht auch ab und zu mal flexibel denken. Aber von mir aus, kann ich da rein? Ne, hier in Kingdom Hearts 2 konnte man hier rein, vielleicht geht das ja später noch. Hier ist glaube ich ein Speicherpunkt, hier oder hier, bin mir nicht sicher. Okay, wie komme ich nochmal zurück? Bitte lass mich dadurch, das geht schneller. Looks like das ist ja der einzige Weg raus. Ich mache einfach die Tür frei. Oh, danke. Danke, 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 danke. Huch, achso, muss ich nochmal durchgehen. Gut. Hier liegt immer noch der Schild. Guck mal! Das speichert da! Ja? Das speichert der fucking DS ab! Aber wenn ich ein Schalterrätsel machen muss, dann sagt er sich, nö, da habe ich keinen Bock drauf, ha? Wow! Das verblüfft mich jetzt aber. Gegenstände sind normalerweise die Sachen, die nach wenigen Sekunden verschwinden, selbst wenn man nicht den Bildschirmabschnitt wechselt. Und hier auf dem DS, ja, der DS merkt sich die unwichtigen Sachen, Mann. Wobei, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn ein wichtiger Gegenstand da rumliegt, bla 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 bla. Ja, na klar. Na gut. Wo ist Axel? Hat Hausarrest bekommen, weil er zu viele Fragen gestellt hat, schätzungsweise. Ich hoffe, Shion ist okay. Ja. Was haben wir denn hier so? Oh, ja, gerade sprachen wir von... Backpack. Let's Cable to Additional... Geil. Ich kann zwei Gegenstände mehr tragen. Das ist ein Gegenstand, oder? Das muss ich schon equipiert haben. Ich dachte mir, ich habe das mir damals eingebildet und natürlich ein Slot Releaser, dann kann ich das gleich miteinander kombinieren. Sehr, sehr gut. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts 358,5 Tage. In der nächsten Folge schauen wir mal, was ja, das Spiel so zu bieten hat. Da wir gerade beim Thema waren, ihr könnt es auch gerne mal runterschreiben. Also das gilt natürlich sowieso für alles. Falls ihr jetzt zu irgendwas eine Meinung hattet in den letzten 300 Folgen, hoffe ich, dass ihr das mit mir geteilt habt. Ansonsten könnt ihr es vielleicht nochmal nachträglich machen. Aber hier einfach mal so, sei jetzt mal so an euch die Frage gestellt. Mit welchem Kingdom Hearts Teil habt ihr denn angefangen? Und was verbindet ihr mit Kingdom Hearts 2? Also was war der Auslöser? Wie ging es euch zu dem Zeitpunkt? Ist irgendwas Spannendes in eurem Leben passiert? Wie gesagt, Kingdom Hearts 2 hat mir sehr, sehr über eine schwere Zeit geholfen, über die ich leider nicht wirklich reden kann, warum auch immer. Es war wirklich, wirklich wunderschön und es war halt, wie gesagt, müsste 2007 gewesen sein. Ja, wie gesagt, vielleicht wollt ihr ja mal eure Erfahrungen teilen. Es müssen ja auch nicht unbedingt negative sein. Kann ja auch irgendwie so ein Klassiker sein. So von wegen, ja, ich hatte Sommerferien und ich habe mir das Spiel geholt. Solche Geschichten sind auch immer toll. Von daher, ja, wenn ihr wollt, ne, ihr müsst natürlich auch nicht was dazu sagen. Aber mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr mir, wenn Leute kommentieren würden. Ja, gottverdammte Scheiße, wo sind meine Kommentatoren? Ja. Bis zum nächsten Mal. See ya.